Uhr morgen. Es fängt wieder eine neue Woche an. Und zwar an einem, was haben wir denn heute? Donnerstag, den 29. Februar, fängt eine neue Woche an. Es geht endlich mal wieder nach Italien. Eine schöne lange Tour. Also ist der Hafen von Cherbourg. So, einen schönen guten Morgen. Sag mal, 10 Uhr haben wir jetzt. Und jetzt geht es weiter, noch knapp 100 Kilometer bis zum ersten Kunden. Heute ist Sonntag. Und die wollen tatsächlich heute am Sonntag die Ware kriegen. Wir waren bei Modena. Auch gut. Und das Wetter sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, ist heute Nacht ja nicht so schön. So, wir fahren gleich über den Po. So heißt halt der Fluss, kann ich auch nichts für. So, da sind wir. So, jetzt gehe ich mich erstmal duschen. In 2,5 Tagen Fahrt kann man das ja schon mal machen, sich zu duschen. Ne? Und danach fahre ich zur nächsten Abladestelle. Ist dann für morgen früh 5 Uhr, Montag 5 Uhr. Knapp 70 Kilometer von hier, keine allzu große Strecke. Und dann fahre ich noch rapidibabibub. Dann fahre ich am Montag dann die restlichen 4 Abladestellen. Das sind dann die letzte, oh, die ist sogar was frei, ist das schick. Und die letzte ist ungefähr 170 Kilometer von hier entfernt, also alles mehr oder weniger in der Umgebung hier.
So, jetzt bin ich frisch geduscht hier. Wir haben jetzt 12.30 Uhr, das ist doch eine gute Zeit, oder? Ich habe hier einen schönen Sonntagnachmittag noch, da ist in der Nähe auch eine Pizzeria. Das Leben kann so schön sein. Firma, wo ich am Montag früh ausladen muss. Hier gefällt mir das richtig gut. So, wieder ein neuer Tag. Haben wir hier den 4., glaube ich, ne? Ja, 4. März. Abgeladen haben wir gerade eben. Jetzt muss ich noch Papiere holen und Büro und dann geht's zur dritten Abladestelle. Oder wären wir beim dritten Kunden? Das hat jetzt ungefähr 5 Minuten gedauert. Das war schön schnell. Alles etwas in hier drin. Da war die Rampe, da war ich eben dran. Es geht zum 5. Kunden und dann sind wir dann noch einen 6. und dann sind wir fertig. Danach rechts abbiegen. Und wenn man schon mal hier ist, bei Lidl, kann man auch mal kurz einkaufen gehen. Dann sind wir auch schon. Genau hier müssen wir jetzt gleich rein. Diese Einfahrt. Und dazu, das ist nämlich der Laden hier. Und dazu nehmen wir hier den Kreisverkehr und drehen einmal. Weil dann stehe ich so da, dass ich auch schön rückwärts reinfahren kann.
So, das wird eine sogenannte Punktlandung. 13 Stunden darf ich heute arbeiten. Dann muss ich Schluss machen. Jetzt habe ich 12 Stunden und 54 Minuten jetzt. Da unten ist die Autobahn, da stehe ich. Aber ich bin ein bisschen in den Ort reingelaufen. Man sieht in der Ferne den Gardasee. Und dann gehe ich wieder zurück zu meinem LKW. Da steht da das gute Stück. Etwas feucht geworden. Ist jetzt 23.40 Uhr. In 5 Minuten fahre ich los. Ungefähr 3/4 Stunde und dann schlafe ich wieder bei der Firma, wo ich morgen früh laden werde. So, heute haben wir also den 6. März. Jetzt fahre ich gleich um die Ecke hier zum Laden. So, Auto ist geladen, 22 Paletten mit einem Medikament, wie sie mir erzählt haben, das man braucht für Menschen, die nach Transplantation bekommen haben, dann brauchen sie besondere Medikamente. So, und damit geht es jetzt wieder zurück. Über 1300 Kilometer durch den Mont Blanc-Tunnel durch, rauf bis nach Dünkirchen, Dunkerque, wie man das aussprechen möchte, in Frankreich zum Fährhafen. Schaut mal, was hier vor uns herfährt. Boah, fettes Ding. Der war für dich, Johann. Doch, Leute, es gibt hier nichts zu sehen. Damit sind wir wieder am Mont Blanc-Tunnel, in 1350 Meter Höhe. So, dann geht's los. Elfeinhalb Kilometer. So, da sind wir wieder in Frankreich.
diesem schönen Ausblick beginne ich einen neuen Tag. Wir haben jetzt den 7. März und heute fahre ich gar nicht so weit. Um 16 Uhr sind nämlich meine 6 Tage rum, die ich LKW fahren darf insgesamt. Und dann muss ich 24 Stunden Pause machen mindestens. Dann werde ich bis nach Reims kommen. Der LKW wird mich jetzt umbringen, das heißt, glaube ich, nach Reims geschrieben und ich sage, ach, kein Wunder, dass es mit der französischen Wirtschaft nicht vorangeht, wenn die so viel Geld brauchen für Wörter, die sie für Buchstaben, die sie gar nicht aussprechen haben. Glücklich. Schöner Tag, schön kalt, 2 Grad plus. War schön frostig heute Nacht. Okay. Also, jetzt ist es übrigens 9.11 Uhr. Also in 7 Stunden ist schon wieder Feierabend. Ja, das war's. Meine Fahrt nach Italien. Der zweite Teil ist jetzt hier quasi beendet. Wie gesagt, nach Reims bin ich nur noch gefahren. 24 Stunden Pause. Ja, mehr davon dann in den nächsten Filmen. War schön, dass ihr mit dabei wart. Ja, war ich nicht so. Und das nächste Mal bei Lampenz TV geht's dann nach Leipzig und dann auch in die Tschechei. Schön, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Wie gesagt, mit